muss man einen Teil vorlesen, einen Teil versuche ich noch freizusprechen. Ich fange an mit: Toleranz bedeutet dulden und Akzeptanz bedeutet gutheißen. Akzeptanz hatte ich zu Anfang der Pandemie, war ich doch überzeugt, alle Maßnahmen sind zu unserem Schutz. Toleranz hatte ich eine ganze Weile. Aber inzwischen, egal wie ich mich auch anstrenge, kann ich für unsere Regierung und die Maßnahmen weder Toleranz, geschweige denn Akzeptanz aufbringen. Die Panikmache des Herrn Söder und sein Mantra der zweiten Welle finde ich grausig. Er scheint Sätze wie "Wir dürfen nichts riskieren" und "Corona bleibt tödlich" zu lieben. Genauso wie das Testen. Ich glaube, er ist Fan von diesen zweifelhaften PCR-Tests und sieht sie tatsächlich als Frühwarnsystem und als Vorbeugung. Vielleicht sollte er sich mit Herrn Spahn unterhalten. Herr Spahn sagt nämlich sehr deutlich, je mehr man testet, desto häufiger kommt es zu falsch positiven Ergebnissen. Er sagt, die Tests sind Momentaufnahmen. Und Frau Merkel, sie sagt immer noch, die Pandemie endet mit der Impfung. Eine Impfung als Rettung zu präsentieren, panikmachende Nachrichten zu verbreiten, mit unzähligen Tests nach Infizierten zu suchen und es bis heute nicht zu schaffen, zwischen einem positiven Test, Infizierten und tatsächlich Erkrankten zu unterscheiden, gibt mir tatsächlich schwer zu denken. Ich denke, das Geschäft mit der Angst war schon immer gut und Zahlen und Statistiken spielen sicherlich eine große Rolle. Aber dazu werden nachher Uwe und Dirk noch was sagen, eher deren Metier. Ich möchte noch mal gerne das andere Thema ansprechen und das ist nach wie vor die Kitas, die Schulen, die Altenheime und die jungen Familien. Meine Kritik richtet sich nicht an die Erzieher, nicht an die Lehrer, nicht an die Leiter der Alten- und Pflegeheime und auch nicht an die Ärzte der Krankenhäuser. Denn ich gehe jetzt einfach davon aus, dass die meisten es sich anders wünschen würden. Meine Kritik richtet sich auch hier an die Politik und ihre Maßnahmen. Es ist unsagbar schwer, diese auferlegten Maßnahmen unter Pandemiebedingungen zu erfüllen und für die Widersprüchlichkeiten, die nicht unbedingt weniger werden, gibt es keine Worte. Wie bei der letzten Mahnwache bereits erwähnt, zieht sich der Faden des Paradoxen hindurch und ist für mich unerklärlich. Ich würde sagen, tendenziell stark steigend. Die Alten- und Pflegeheime sind so gut wie vergessen. Wie und wo sollen sie auch zu Wort kommen? Sie haben immer noch und keine Lobby. Bis heute sind die Besuchszeiten stark eingeschränkt und die Menschen sind alleine und einsam. Die Umstände der schwangeren Frauen sind auch nicht wesentlich besser. Alleine gehen sie zu ihren Untersuchungen, die Väter werden ausgeschlossen, bei Geburten sind die Väter dabei. Den Mundschutz gibt es aber je nach Klinik bei Geburt immer noch. Und die Geschwisterkinder dürfen nicht zur Mutter in die Klinik. Die Kinder. Welche seelischen Schäden die Maßnahmen bei ihnen anrichtet, kann man ja inzwischen vermehrt lesen. Aber es scheint nicht sonderlich Eindruck zu machen, denn wäre es so, müssten doch die Proteste lauter werden. Im Augenblick ist es immer noch so, dass Kinder beim kleinsten Schnupfen zum Kinderarzt sollen und je nach dessen Entscheidung zu Hause bleiben müssen oder sich einem Corona-Test unterziehen. Was kommt da auf die Familien im Herbst zu? Bleiben sie alle bis zum Frühjahr zu Hause? Es kann jedenfalls nicht sein, dass man massenhaft Kinder verpackt, hinter sinnlosen Masken zum Kinderarzt befördert und zu einem fraglichen und schmerzhaften und umstrittenen Test bringt. Da ich davon ausgehe, dass auch nach den Sommerferien dieser Spuk in Kitas und Schulen weitergeht,
bin ich gespannt, wann endlich mehr Menschen auf die Straße gehen und laut werden, um zu verhindern, was noch zu verhindern ist. Denn gerade die Kinder sind unsere Zukunft. Wobei laut werden, danke. Wobei laut werden ist nicht leicht. Und laut werden bedeutet mutig zu sein. Lange habe ich nicht verstanden, warum bei den Feedbacks unserer Mahnwaffen immer wieder das Wort Mut fiel. Heute verstehe ich es. Es erfordert Mut von allen, die hier stehen und sprechen. Mut, weil uns gesagt wird, wir sind egoistisch, wir spalten, wir sind Verschwörungstheoretiker, Lügner und Impfgegner. Ich von mir kann sagen, das bin ich alles nicht. Und wer es nicht glauben mag, soll es einfach lassen. Es ist mir gerade egal. Jetzt lasse ich den Zettel mal ein bisschen beiseite und versuche mal ein bisschen frei zu sprechen. Und möchte als erstes Peter. Danke. Und möchte als erstes kurz das Interview von der BZ ansprechen und mich beim Bernd Fackler bedanken. Er kam auf mich zu und hat gefragt, ob er mich interviewen darf. Das fand ich super. Ich finde, man wird viel zu wenig gehört und ich habe mich darüber gefreut. Mir war klar, dass ich da ein bisschen in ein Wespennest reinsteche. Die Online-Kommentare waren jetzt nicht ganz so prickelnd. Und ich frage mich, warum es bei uns nicht möglich ist, sachlich zu diskutieren und seine Meinung zu äußern und warum man immer gleich so beleidigend werden muss und mich als komische Esoterik-Hebamme hinstellt. Aber auch da, ich lebe damit, ich freue mich über die Diskussion und ich hoffe, die Leute werden da auch mal noch ein bisschen wacher. Was mich auch noch ein bisschen, nenne ich es jetzt, betroffen gemacht hat, war die Tatsache, dass wir ja immer Annonce in die Mitteilungsblätter machen. So wollte ich das auch zu dieser Mahnwache in einer Gemeinde hier in der Gegend und bin davon ausgegangen, das ging völlig problemlos. Dem war nicht so. Man hat mir am Telefon gesagt, dass man sich dieser politischen Aktion, mit der will man sich nicht befassen und die will man nicht unterstützen und wenn ich eine Annonce möchte, soll ich sie bezahlen. Sonst geht es nicht. Also in Elsach und andersorts geht es ohne Bezahlung. In dieser Gemeinde ist man wohl anderer Meinung, warum auch immer. Ich finde es bedenklich. Ich meine, wir sind ja nicht irgendwie Verbrecher. Ich will einfach nur eine Annonce in einem Mitteilungsplan. Und wir sind so weit, dass es nicht mehr möglich ist. Finde ich abartig. Das nächste, was mich von lauter betroffene Sache betroffen macht, ist, dass ich und auch andere Menschen, die ich kenne, hier in unserer Heimat, sei es beim Einkaufen oder sonst wie, angeschrien werde, wenn uns die Maske mal ein bisschen unter die Nase rutscht. Oder wenn sich rausstellt, wir sind anderer Meinung. Muss das sein? Hier in diesem Ort oder hier in dieser Umgebung. Wir sind Menschen, die uns alle schon lang kennen, mehr oder weniger. Bin ich jetzt oder andere plötzlich ein anderer Mensch, weil die Maske unter der Nase sitzt oder ich was anderes denke, wie vielleicht jemand anders. Also ich glaube, ich bin immer noch dieselbe und kann nicht nachvollziehen, wo diese Aggressivität herkommt. Demokratie ist für mich was anderes. Danke schön. Was mich auch noch erschreckt, ist, dass ich von vielen Menschen weiß, keine Maske tragen müsse, verdammt nochmal. Sie müssen es einfach nicht. Und wenn die jetzt anfangen, sich Zettel auf ihr T-Shirt zu machen, ich brauche keine Maske, und trotzdem noch angepöbelt werde und als Lügner bezeichnet oder als Schwindler von Masken erkauft oder weiß der Geier was, da frage ich mich, wo kommen wir hin und wo bin ich? Diese Leute glauben, sie müssen sich schützen. Durch Angriffe und mache sich ein Zettel auf die Brust. Überlegt euch das mal. Wo sind wir? Es muss aufhören.
ein für alle Mal. Also ich finde es schlimm. Und dann ist ja immer die große Frage, warum kommen denn nicht so viele zur Mahnwache? Ich finde, so wenig sind wir gar nicht. Wie der Uwe mal gesagt hat, in der Statistik wären wir wahrscheinlich ganz gut. So wie ich höre oder immer wieder gesagt kriege, Uschi, es ist super, dass du das machst, aber ich traue mich nicht. Ich traue mich nicht, auf die Mahnwache zu kommen, weil ich Angst habe, dass man mich sehen könnte in Elsa. Weil ich Angst habe, meine Meinung zu sagen vor meinen Nachbarn und weil ich müde und erschöpft bin von dieser Panikmache und von dieser Maßnahme und meine Maske jetzt halt trage, leidend in der Hoffnung, das Spektakel hat mal irgendwann ein Ende. Und auch das verstehe ich nicht. Wo sind wir? Und wo geht's hin? Wir sind alles Menschen wie ihr und mir und niemand tut was Böses, sondern einfach nur unsere Meinung. Und zu guter Letzt finde ich, es ist traurig, dass Corona so spaltet. Weil irgendwie jeder glaubt, er weiß, was richtig oder falsch ist. Also ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was richtig oder falsch ist. Ich weiß auch nicht, was die Wahrheit ist. Aber ich will versuchen, sie rauszufinden. Und ich finde, es ist auch nicht schlimm, das steht mir zu, es ist mein Leben. Das Leben derer, die mir nahestehen. Und ich möchte einfach Lösungen für mich finden und informiere mich. Und nicht nur in irgendwelche Verschwörungsmedien, sondern überall. Und vielleicht können wir einfach mal drüber nachdenken, ob wir in unserem kleinen Elstal nicht geringfügig, toleranter mit unseren Mitmenschen umgehen können. Ob mit oder ohne Maske, mit oder gegen oder für Corona, sondern sie einfach nimmt, wie sie sind. Das finde ich gut. Ich habe knapp fast ohne abzulesen. So, jetzt noch ein Wort, wie beim allerersten Mal schon gesagt, habe ich keine Angst vor Corona, aber wirklich immer mehr vor dieser neuen Normalität und den Menschen da drin. Vorgeht nicht. Ich bin aber auch fertig. Also ich sage jetzt lieber mehr, aber gar nicht.